Und im Gegenzug holen wir uns deinen Biomarker. Scheiße. Diebe. Warte. Nein, nein, lass nur. Wenn du an dem Schloss rumspielst, ist eh alles für den Arsch. Reicht das für einen Biomarker? Wo hast du das denn her? Ich kenne diese Stadt besser als die meisten, aber selbst ich habe seit Jahren keine funktionierende GRE-Ausrüstung mehr gesehen. Ich suche jemanden, jemand Wichtigen. Das sollte mir helfen, sie zu finden. Aber woher hast du das denn? Besser, du weißt das nicht. Glaub mir. Wenn du meinst. Scheiße! Wir haben zu lange gebraucht. Plan B, lauf um dein Leben. Mir geht's gut, glaub ich. Wir brauchen eine UV-Lampe. Der Bazar. Das können wir schaffen. Mir nach. Beeilung! Sie sind in der Nähe. Mach schon! Hakon, Na los, acht auf, schnell! Hakon, da kommt ein Heuler. Scheiße. Biomarker. Keine Zeit, uns hängt ein Heuler am Arsch. Biomarker. Hörst du nicht, hinter uns! Ich sagte Biomarker. Hier. Und seiner? Er gehört zu mir. Ich muss seinen Biomarker sehen. Lass uns wenigstens erstmal rein. Ich muss seinen Biomarker sehen. Wie wär's mit Elektronik, hä? Schon viele. Komm schon! Wir haben es geschafft. Das
glaube ich nicht. Ärger kommt selten allein. Harker, bring uns da rein! Ich versuch's ja. Killian, ich weiß, dass du da bist. Waren das alle? Glaub schon. Hilf mir! Wir sind sowas von am Arsch. Verdammt doch mal, Killian! Hättest ruhig noch warten können! Hätte ich fast. Wollte aber morgen früh nicht eure Eingeweide von meiner Türschwelle kratzen. Sie sind abgehauen, das könnt ihr jetzt auch. Oh, komm schon! Jetzt sei nicht so ein Arsch! Schau mal, hier! Woher hast du... Das ist selten. Lass uns rein, oder es wird noch seltener. Und wer ist das? Ich bin ein Pilger. Du bist neu hier, stimmt's? Wie bist du in die Stadt gekommen? Ich erzähle dir alles, wenn du uns reinlässt. Ich hab mal auf einen Pilger gewartet. Er sollte... Ach, vergiss es. Ist jetzt egal. Was hast du vor, Harkon, ha? Ich habe ihm Hemmstoff gegeben, er hat überlebt. Bist du wahnsinnig? Er braucht einen Biomarker. Hab keinen. Blödsinn! Wirklich? Mann, du Arsch! Ins Krankenhaus also. Das wollte ich uns ersparen. Immer auf der Suche nach dem einfachsten Weg, was Harkon? Ich brauche nur eine UV-Lampe. Ich komm zurück. Halt die Stellung. Harkon, warum hilfst du ihm, ha? Wir haben Leuten doch immer geholfen. Ich? Natürlich. Aber du scheinbar nicht. Bleib hier bei der Lampe und ruh dich aus. Und hör nicht auf diesen Idioten. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir den Leuten noch geholfen haben? Klar erinnere ich mich, Idiot. Du konntest kochen. Und alle haben gesagt, dass du das machen sollst. Kochen. Das Leben wäre einfacher gewesen. Keine Nightrunner, keine Harkons, keine Probleme. Wolltest mehr. Verdammte höhere Zwecke, oder? Dabei könntest du einfach nur kochen. Du und Harkon, kennt ihr euch schon lang? So lange. Was meinte er, als er sagte, ihr habt früher den Leuten geholfen? Wir waren beide in einer Spezial... Das ist jetzt auch egal. Ist Vergangenheit. Was ist falsch daran, dass Harkon mir Hemmstoff gegeben hat? Bringt die meisten in wenigen Sekunden um. Das ist eine echt harte Droge. Die meisten verkraften das nicht. Aber ich habe überlebt. Ich sagte, die meisten. Also bilde dir nichts drauf ein. Sei einfach nur vorsichtig damit. Biomarker. Warum kommt man da so schwer ran? Weil das komplizierte Geräte sind. Die Fabriken, die die Teile hergestellt haben, sind schon seit Jahren außer Betrieb. Biomarker sind mit deinem Blut verbunden. Wenn einer synchronisiert wurde, kann er von niemandem anderem mehr benutzt werden. Ohne sie hat die Infektion freie Bahn. Genau wie bei dir.
Zum Glück haben Hakon und ich einen Ort gefunden, an dem man noch welche herstellen kann. Wo kann ich mich ausruhen? Du bist neu in der Stadt. Was hat dich hierher getrieben? Das ist hier nicht das gelobte Land. Ganz im Gegenteil. Ich muss zum Fischauge. Und Hakon hilft dir dabei? Du wirkst wie ein netter Kerl, aber hör auf meinen Rat. Vertrau nicht jedem, der dahergelaufen kommt. Scheiße, woher willst du wissen, ob du mir vertrauen kannst? Okay, genug gelabert. Geh schlafen. Vor morgen früh können wir ohnehin nichts machen. Sehr witzig. Hast du es geschafft? Fast. Biomarker sind im GIE-Krankenhaus. Ich bin fast da. Aber um das durchzuziehen, brauche ich dich hier. Wohin soll ich gehen? Wenn du mit dem Rücken an Killians Tür stehst, schaust du genau drauf. Bleib dran. Bleib auf den Dächern, denn wenn die Heuler dich sehen... Ich weiß. Mit denen will ich mich nicht mehr so schnell anlegen. Ich habe mal meine zweite Frau ins Krankenhaus gefahren. Das war die schnellste Fahrt meines Lebens. Ihr ist 3 Monate zu früh die Fruchtblase geplatzt. Du hast Kinder? Nein, da gab es keine Rettung mehr. Ansonsten keine, von denen ich wüsste. Tut mir leid. Ist okay. Welcher normale Mensch will in so einer Welt schon Kinder haben? Das Schloss ist kaputt. Kein Problem. Such den alten Bus. Ein Bus? Zur Stunde Null ist ein Bus in das Krankenhaus gerauscht. Hat ein Loch in die Mauer gerissen. Da kommst du rein. Weil niemand reingekommen ist, besteht eine gute Chance, dass noch ein paar Marker übrig sind. Ich bin am Haupteingang. Ich habe dir eine sichere Route markiert. Ich warte am Empfang. Hey, hier entlang. Großes Gebäude, hm? Der GIE hat ein paar von denen für die Medikamentenforschung genutzt. Als alles den Bach runterging, haben sie Forscher zwangsrekrutiert und ihnen das Geld hinterhergeworfen. Und was kam raus? Ein Haufen Scheiße. Nur noch ein kleines Stück.
Wir haben nicht viel Zeit. Bleib dicht bei mir. Die Tür ist verschlossen. Weißt du, wie man Schlösser aufkriegt? Klar, Schlüssel umdrehen. Und wenn du keinen Schlüssel hast? Hakon, ich bin tausende Kilometer gereist. Denkst du wirklich, dass Türen ein Problem für mich sind? Mann, ich frag ja nur. Ich glaube, in diesem Raum findest du alle Geräte, die du brauchst, Maestro. Ich hab Schrott gefunden. Daraus kannst du Dietriche machen. Gute Arbeit. Du hast nicht gelogen. Du kennst dich tatsächlich aus. Hatte keine andere Wahl. Ich musste mich auskennen. Hilfst du mir mal? Klar. Das geht nicht. Sch, los, hier lang. Dagsohn voraus, bleib ruhig. Alles okay? Ja. Sicher? Sprich mit mir. Dieses Krankenhaus. In so einem war ich schon mal. Eine GIE-Einrichtung.
Tja, davon gibt es in der Stadt einige. Ich habe diese Erinnerung. Ich suche Mia. Sie ist meine Schwester. Da war dieser Typ namens Waltz. Keine Ahnung. In meinem Kopf ist Chaos. Du hast die Erinnerung unterdrückt. Wie ich die von meiner dritten Frau. Die Infektion hilft dabei nicht gerade. Kopf hoch. Wir finden den Marker und hauen dann ab. Komm. Ja, danke. Schlafende Schönheiten. Ja, wir müssen an ihnen vorbei. Wenn du dich duckst und langsam gehst, bemerken sie dich nicht. Wenn du ihnen zu nahe kommst, bist du erledigt. Aber das weißt du bestimmt schon. Ja, weiß ich.